Grüß euch, liebe 1000 PS-Fans. Ich bin hier auf der Intermod in Köln, riesige deutsche Messe für Motorräder, aber auch Motorradzubehör. Ich bin hier bei Shark, Stefan Piwek neben mir, Shark Deutschland, Verantwortlicher. Stefan, es gibt von Shark eine ganz besondere Weltneuheit, die eigentlich Leute betrifft, die auf Spielereien stehen. Spielereien, Sicherheit, in welche Schublade man immer es am liebsten packen möchte. Ja, wir bringen einen neuen sportlichen, schön geschnittenen Integralhelm, der ein ganz besonderes Feature hat. Und zwar ist der Helm beleuchtet. Wir haben LEDs, die wir vorne sehen, die wir hinten sehen und die normal im Straßenverkehr benutzt werden können und dürfen. Und ich habe als zweite Option sogar die Möglichkeit, diese blinken zu lassen. Ebenfalls wieder vorne oder hinten. Wie gesagt, ganz neu, hat noch keiner dran gedacht. Spielerei meinetwegen, Sicherheit kann ein anderer Aspekt sein. Auf jeden Fall Weltneuheit. Ich muss schon sagen, mir gefällt es sehr gut. Es ist sowas, ja, was Witziges. Hat eben wirklich noch niemand gemacht. Wie schaut es mit dem Preis aus? 2,29 bis 2,49 Euro, 2,29 die einfarbigen Modelle, 2,49 Euro dann die Dekore, die wir auf diesem Helm anbieten werden. Der Squall wird ersetzen, ein Volumenmodell, das wir im Programm hatten, S900C, war bisher so einer der meistverkauften Shark-Helme und der wird tatsächlich durch den Squall ersetzt, daher auch trotz dieser tollen Features gleiche Preislage. Und wie schaut es mit der Lieferfrist aus? Ab wann wird es ihn geben? Zur Saison, ganz sicher. Ich denke, die ersten werden so in den Geschäften sein, um die Jahreswende. Vielen Dank, Stefan, für das Interview. Ich muss da jetzt, glaube ich, noch einmal ein bisschen herumspielen. Danke, gerne, spielen.